Servus zusammen. Im heutigen Video werden wir zwei mit euch ein bisschen über unser Nano-Projekt quatschen. Ich glaube, das ist Teil 5 vom Update. Und gleichzeitig möchten wir euch noch ein paar Sachen zeigen, was extrem sinnvoll sind. Viel Spaß beim Video. Mein Name ist Tobi, seit vielen Jahren begeisterter Terrianer, Aquarianer und Hundebesitzer. Heute Produkttester und immer auf der Suche nach den neuesten Ideen. Durch meine Videos könnt ihr mit mir die Produkte testen und entdecken, sowie aus meinen Erfahrungen, Tipps und Fehlern lernen. Begleitet mich und meine Tiere durch die spannende Tierwelt. Bevor wir mit dem Ganzen starten, möchte ich euch was zeigen. Wir haben ja von jedem Produkt schon einzelne Videos gemacht. Aber es ist sehr wichtig, haben wir auf unserem Nanobecken drauf, besonders weil hoffentlich jetzt bald dann der Sommer wieder kommt, und zwar die Aqua Cooler. Die gibt es in verschiedenen Größen, in V2, V4 und V6. Wir haben auf unserem Nanobecken, man sieht es vielleicht oben drauf, den V2. Das Ganze könnt ihr entweder mit einer Zeitschaltuhr steuern oder, was ich extrem sinnvoll finde, meiner Meinung nach, den Aqua Cooler Controller. Der steuert das Ganze selber. Das heißt, ihr könnt da eure Temperatur einstellen, hängt bei uns auf der Seite dran, und sagen eben, ab welcher Temperatur der anfangen soll, euer Becken zum Kühlen. Und was ich sehr positiv finde, ihr habt immer eine richtig schöne Temperaturübersicht. So, das zu diesem Thema. Dann gehen wir mal weiter zum Update von unserem Nanobecken. Wo fange ich an? Ihr wisst, wir sind immer ehrlich zu euch, wir erzählen euch, was bei uns los ist. Und deswegen sind wir auch in diesem Thema ganz ehrlich zu euch. Wir waren ja eine längere Zeit auf Hawaii und in dieser Zeit haben sich in diesem Becken Kugelalgen gebildet. Wo wir heimgekommen sind, war das Ganze in einem Ausmaß, wo wir dem Ganzen nicht mehr Herr geworden wären. Es gibt nämlich mehrere Möglichkeiten, das Ganze zum Bekämpfen. Einmal gibt es Tiere, um das Ganze zu bekämpfen. Es gibt kleine Krabben, die fressen diese Kugelalgen. Wäre in diesem Becken nicht möglich gewesen, da hätte man, glaube ich, 40 von diesen Krabben braucht, damit wir da überhaupt irgendwas bewirken hätten können. Und dann gibt es Fische, wo das Ganze fressen, aber für unser Nanobecken sind diese Fische einfach zu groß. Dann gibt es eine Möglichkeit, und zwar das Gestein rausholen, wo die Kugelalgen drauf sind, und das Ganze abschruppen und das so lange, bis eben keine Kugelalgen mehr kommen. Wäre in Ordnung gewesen, wenn wir bloß 2-3 Kugelalgen gehabt hätten. Aber bei uns war wirklich das komplette Becken an Gestein übersät. Gott sei Dank keine einzige Koralle über mich befallen und keine einzige Koralle beleidigt. Aber eben, es war im ganzen Becken. Dann ist das nächste Problem gewesen, unser komplettes Riff wurde verklebt. Oder wir haben das Ganze verklebt. Das heißt, wir hätten das Ganze rausholen müssen, war mir einfach zu gefährlich, dass eben dem Becken was passiert oder sonst irgendwas schief geht. Das heißt, für uns hat es nur eine einzige Möglichkeit gegeben. Für uns war zum Vorteil, dass wir das große Becken drüben, das Hawaii 2.0 auf Hawaii 3.0 umgesiedelt haben. Das heißt, es war für uns nur sinnvoll, das komplette Becken leeren. Das heißt, Gestein raus, Wasser raus, Sand raus, das Ganze entsorgen. Korallen haben wir rausgeholt, haben sie gereinigt und separat gesetzt. Die Fische, was drinnen waren, die zwei Clownfische, sind umgezogen in unser großes neues Hawaii 3.0 Becken und haben das komplette Becken desinfiziert. Alle Geräte gereinigt, Abschäumer, Pumpen, Technikbecken hinten komplett sauber gemacht und das Ganze 24 Stunden austrocknen lassen, so dass wirklich von diesen Algen alles komplett abgetötet war. Dann war unser Plan eben, dass wir vom alten 2.0 das Becken, was komplett sauber und perfekt gelaufen ist, Steine rausnehmen und Sand rausnehmen. Das Ganze haben wir dann gemacht. Wir haben unten den Sand vom alten Becken genommen und eben das Gestein vom alten Becken nur oben drauf, sieht man das, oben drauf haben wir einen neuen Stein reingesetzt, weil mir das einfach da oben gestört hat, dass das so leer war und ich das einfach so haben wollte. Man erkennt das in unserem Video, wir haben jetzt ein kleines Algenproblem, aber das ist ja eigentlich ganz normal bei einem Neustart von einem Becken. Wir haben
50%, 60% circa altes Aquariumwasser hergenommen und den Rest mit frischem, neuen Wasser aufgefüllt. Und bis jetzt sind die Werte wirklich einwandfrei, es funktioniert. Und ja, ihr seht es, wir haben einige neue Korallen drinnen, aber auch einige Korallen vom alten Becken mitgenommen. Und deswegen haben wir obendrauf jetzt die Kessellampe, weil wir eben wollen, dass die Korallen, die drüben im Becken waren, sich trotzdem wohlfühlen und eben der Umzug das Ganze ein bisschen erleichtert hat. Einige Korallen sind auf Ablegersteine drauf. Die sind nur so lange drinnen, bis drüben das Meerwasserbecken, das neue, hundertprozentig läuft. Dann wird das Ganze wieder umziehen. Aber ihr wisst es ja, ich bin ehrlich. Und ich sage euch das auch ganz ehrlich, mit den einfachen Korallen funktioniert das wirklich einwandfrei. Aber irgendwann wird es bei jedem von euch so weit sein, dass ihr sagt, okay, man will doch ein paar hochwertige Korallen im Becken haben. Und das wird auf jeden Fall in den nächsten paar Monaten passieren, dass in dieses Becken auch ein paar schönere und ein bisschen anspruchsvollere Korallen einziehen werden. Deswegen ist da auch geplant, wir werden da auf jeden Fall eine Dosieranlage anschließen mit den passenden Mitteln dazu von der Firma Duplamarin. Und das werden wir euch natürlich alles im Video zeigen und werden euch da mitnehmen. Und jetzt schauen wir mal, wie alles funktioniert. Wir sind mit dem Becken bis jetzt wirklich absolut mega zufrieden. Die Korallen stehen alle super da, die Werte passen einwandfrei. Und das kleine Eigenproblem, das wir jetzt im Griff haben, oder das wir jetzt haben, kriegen wir auch noch in den Griff. Es sind ja nur oben auf dem Stein einige, unten. Aber wir sind guter Dinge, dass wir es in den Griff kriegen. Wir haben auch einige Leute, die uns dabei unterstützen, wo wir ein bisschen fragen können. Zum Beispiel den netten Herrn vom Tiki Reef. Könnt ihr mal ein Like da lassen, ich verlinke ihn mal unten. Der hilft mir, den kann ich fragen, wenn ich irgendwelche Fragen habe. Und da sage ich schon mal mega danke. Der hat nämlich auch ganz, ganz viele Nanobecken daheim und der kennt sich mit dem richtig gut aus. Der ist da schon wirklich lang dabei. Und ja, bis jetzt schaut es richtig schön aus. Wir haben eine neue Anemone drinnen und unten eine Scheibenanemone. Die haben wir da drinnen, weil wir die gekauft haben. Die ist im Sand gelegen. Die wollte ich aber auf einem Stein haben und deswegen ist sie drinnen, dass sie sich auf diesem Stein befestigen kann. Denn in den Becken sind doch weniger Strömung und das Ganze ist ein bisschen ruhiger. Was ist noch drinnen, was noch interessant ist? Wir haben Ableger von Zoas drinnen auf der linken Seite. Da sind die Rastas und die Bob Marley drauf. Da warte ich noch, bis sie sich ein bisschen vermehrt haben. Und dann zieht auch ein Ablegerstein rüber ins große Becken. Und auf der rechten Seite haben wir, was haben wir da, was nur Ableger sind? Einen kleinen Ablegerstein vom großen Becken noch. Da wären wir auch noch von der Steinkoralle. Das wird aber wahrscheinlich in diesem Becken bleiben. Das werde ich oben irgendwo platzieren. Und da haben wir eben vom alten Becken Ableger gemacht, weil wir das abbrechen haben müssen vom großen Riff. Und da ist leider dieses kleine Stück mit abgebrochen. Und das kommt dann auch oben auf das Riff, auf die Spitze oben drauf. Ja, so schaut das Update bis jetzt aus. Der Abschäumer läuft bei mir mittlerweile ganz normal den ganzen Tag mit. Was ich nur am Überlegen bin, ob ich mir eine kleine UV-Anlage einbauen soll, da bin ich noch ein bisschen am Überlegen. Entweder auf Amazon gibt es da so zwei günstige Varianten. Einmal eine beim Filterauslass, das heißt oben rechts am Ausströmer könnt ihr mir da was basteln, wo da die UV-Anlage mit drinnen sitzt. Oder eben eine Tauch-UV-Anlage, die hinten im Beck mit drinnen sitzt. Da muss ich aber nur schauen, wie das Ganze dann so verkleidet, dass das nur da drinnen ist und nicht überall hinleuchtet. Aber die ganzen Updates werdet ihr auf jeden Fall im nächsten Video mitbekommen. So schaut es bis jetzt bei unserem Nanobecken aus. Wir sind damit jetzt wirklich zufrieden. Und falls ihr irgendwelche Fragen dazu habt oder irgendwas uns erzählen möchtet, schreibt es uns in die Kommentare oder schreibt es uns auf Instagram. Und somit sind wir vom Update schon wieder am Ende. Das heißt, wenn euch das Ganze gefallen hat, liken, teilen, abonnieren und bis zum nächsten Mal.